So wake the warrior. Ladies and gentlemen, it's showtime. Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, Podcast. and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gonicos. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Gannikus Podcasts, außerplanmäßig nochmal mit teaminterner Besetzung heute und demzufolge herzlich willkommen, Marcel. Yes, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue natürlich. mich. Das ist gut in den schweren Zeiten, aber bevor wir zum Ernst des Lebens kommen, für euch immer unsere zwei Rabattcodes vorab und zwar der Podcast 10 Code mit dem spart ihr 10 auf alles bei muscle24.de dort bekommt ihr unter anderem Bekleidung von Gasp, Better Bodies und Gorilla Wear unter anderem auch das Shirt, das ich heute hier trage, yes. nämlich das Gasp Longsleeve Thermal Hoodie der Longsleeve Thermal Hoodie habe ich mir glaube ich richtig gemerkt. Ja, um, Fresh Camo Look sozusagen. Ja. Ja, und auch das, was Marcel trägt. Ich habe das, ich glaube, Original Tee, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall sind wir gut ausgestattet. Wenn ihr da Bock habt, guckt da auf jeden Fall mal vorbei. Vor allem die Leute, die zuschauen und jetzt sehen, was wir tragen, die können da ja mal einen Blick reinwerfen. Und dann yes. haben wir natürlich auch noch den Podcast 5-Code, mit dem spart ihr immerhin noch 5% auf alles bei ganikus-original.de. Shirts, Stringer, Hoodies, Bandagen, Zughilfen. Und so weiter und so fort. Und äh, wenn jetzt die Subs kommen, dann natürlich auch die Subs. Ja, ja genau. Also, Aktuell nichts aber wenn da sie kommen, dann ja. Sind, also wir sind dran, damit ihr da alle Bescheid wisst. das ist jetzt nicht so, dass, äh, ja, dass uns da die Puste ausgegangen ist. Auch trotz Corona werden wir die Produkte herausbringen können. Allerdings... Ähm, dadurch, dass wir halt schon sehr anspruchsvoll sind, dauert es immer länger. so ja. ähm, wahrscheinlich ein tag nach dem podcast oder zwei tage danach wird ein neues video kommen, wo ich dann erkläre, wie aktuell der stand ist bei den verschiedenen produkten. also ich habe das heute abgedreht. Ähm, es wird kein Vlog, sondern einfach so ein Update Video. Ich habe jetzt auch beschlossen, ja. man nennt es nicht mehr Vlog, sondern Update. Ja, bei Vlog, da haben die Leute immer so im Kopf, du läufst so mit der Kamera rum ja. und bist in Berlin auf den Straßen und was ja, weiß ich. Ich nicht. bin nicht so. in den Straßen, ich bin am arbeiten so und deswegen ja. äh, ist andere, die können für euch coole Vlogs machen, bei uns ist so, wir arbeiten halt wirklich und dementsprechend mhm. ist es dann Oft ähm, nicht so spektakulär und ich würde da auch mal, ich weiß, du hast bestimmt einen Einstieg vorbereitet, aber ich würde jetzt da einfach mal ähm, den Einstieg übernehmen, was die Arbeit angeht. Die Arbeit ja. bei Gannikus in unserem. Wir sind Team. sehr flexibel, also mach gerne, wie du möchtest. <laughs> es hatten einige gefragt, wie wir das eigentlich handhaben und für uns ist Stand jetzt. Corona arbeitstechnisch nicht irgendwie, dass es uns negativ beeinträchtigen würde. Warum? Wir sind sowieso ein Remote-Team, das heißt, wir arbeiten ortsunabhängig und unsere Mitarbeiter, die sind auch ja, quer über die halbe Welt, nicht die ganze, aber die halbe Welt verteilt, kann man so sagen. Und dementsprechend ist für uns eigentlich jetzt nicht schlimm, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, weil das sind sie sonst auch. Also es hatte mal einer geschrieben, ähm, wir beiden, wir sollen uns nicht so anstellen, wir sitzen doch sowieso gleich im gleichen Büro. Da <laughs> ja. muss, ich, äh, muss ich schmunzeln, weil äh, wir sind praktisch äh, ungefähr sechs, 700 Kilometer getrennt voneinander. Ja, es wissen viele immer noch nicht. Also, dass ja. ich eigentlich in Stuttgart lebe und äh, nicht in Berlin und da nur ja. so hin und wieder mal zu Besuch bin, das hat mich auch erstaunt. Zumal es ja auch sogar in meinem Instagram-Profil steht. Aber da gibt es immer noch Leute, die das so genau, also deuten, als wäre das Verarsche von uns. Nee, nee, wir sind da wirklich ein komplettes Remote-Team. Ich kann so sagen, das hat immer ein paar Vorteile, es hat ein paar Nachteile. Zum Beispiel jetzt in der Produktentwicklung müssen wir halt mehr hin und her schicken oder dann werden halt Mitarbeiter eingeflogen. Das ist jetzt so dank Billig-Airlines wie EasyChat etc. jetzt auch nicht. Also klar kostet es Geld, aber ein Inlandsflug. Äh, teilweise kriegst du das hin, hin und zurück für 50 60 Euro ähm, hm. daher ist es für uns jetzt nicht immer so ein Problem und in Zeiten von Corona ist es dann schon wieder positiv wenn man dann nicht ein Büro hat in das man kommen muss denn, da kann ich jetzt auch mal eine kleine Insider-Story erzählen. Ähm, wir wollten jetzt nochmal für den Kundensupport jemanden einstellen. Da war jetzt nur das Problem, dass der zwei Wochen in Quarantäne war. Echt? <laughs> <Ja>. Okay. <laughs> der war in Südtirol wahrscheinlich im Skiurlaub. Oder? Ich weiß nicht, wo er war. Äh, Grüße an der Stelle an den Ali, wenn er das... Ähm wenn er das hören oder sehen sollte. Der ist noch nicht mal im Team vorgestellt, mit dem wollte ich mich eigentlich jetzt vorab treffen und das Ganze ja. besprechen. Äh, dazu kam es jetzt aber nicht, weil er eben in Quarantäne war. Warum? Weil, also er war nicht direkt betroffen, sondern bei seiner Freundin in der Arbeit, da gab es mhm. einen Corona-Fall und entsprechend musste er dann auch zwei Wochen in Quarantäne. Ja, das ist äh, häufig jetzt gerade so die Maßnahme. Selbst wenn man gar nicht direkt betroffen ist, als, 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 als selbst als Person, muss man dann durch Kontakt mit irgendwie über Dritte dann auch daheim bleiben, quasi. Ja, ich würde mal kurz hier ähm, die aktuellen corona -Virus fälle äh, bei, mit den Zahlen benennen, weil ich finde, es ist immer das eine, wenn man darüber spricht, äh, in der Theorie, und wir werden da auch gleich mehr drüber sprechen, aber erstmal so die Zahlen, Daten, Fakten. Also in Deutschland stand 17.03.19 Uhr, gibt es aktuell 8639 bestätigte Coronavirus-Fälle, also Menschen, die am Virus erkrankt sind und bei denen das auch diagnostiziert wurde. Mhm. Ja, man muss natürlich sagen, nicht jeder, der diesen Virus in sich trägt, bei dem wurde das auch diagnostiziert, also festgestellt. Wieder gesund sind in Deutschland mittlerweile 67, also nicht so wirklich viele und Todesfälle gibt es in Deutschland stand jetzt 23. Okay. Das ja. ist jetzt rein prozentual ist man da im 0,0 Bereich. Also 0,0, mhm. weiß nicht 1, 2, nicht jetzt, dass da jemand denkt, hey, 23 ist doch nicht 0. Ja. Ähm, also aktuell relativ überschaubar. In Europa sieht die Zahl natürlich ein bisschen anders aus. Aktuell 71220 bestätigte Fälle, 4010 sind wieder gesund und 3019 sind daran verstorben. Mhm. Also da sind das dann doch noch mal einige mehr und weltweit finde ich die Zahl noch mal interessanter. Da haben wir nämlich 100 90.696 bestätigte Fälle, 80.648 davon sind wieder gesund und 7.519 sind daran verstorben. Und wenn man sich jetzt mal die Todesquote oder Todesrate anguckt, dann mhm. stellt man fest: Okay, die ist, Danny, bist du gut im Kopf rechnen? Nee, aber Prozentual. die war schon relativ hoch. Ich bin da jetzt auch nicht so. Ich glaube aber, die ist nicht, die ist schon so eher im nicht mehr im 0, sondern schon eher so im acht bis 10% Ach so, genau. so ja. Bereich. Ja. Ja. Also das ist jetzt schon signifikant die Zahl. Aber eine Zahl, die auch signifikant ist, sind nämlich die Fälle, die wieder gesund sind. Das mhm. ist ja mit 80.600 fast die Hälfte. Ja, muss man natürlich auch sagen, dass gerade wenn man anfängt, von verschiedenen Ländern die Statistiken zu mischen, wir mhm. sind ja alle auf verschiedenen Ständen, genau. also China, Nord äh, Südkorea und, und Japan, jetzt auch Italien, die sind alle schon ein bisschen weiter als wir, mhm. weil es dort früher ausgebrochen ist und dementsprechend können auch schon viel mehr Leute gesundet sein, genau. das muss man wahrscheinlich dazu sagen. Also in China, da sieht die Welt viel besser aus, weil da sind mittlerweile schon... Ja, relativ viele, also so die Hälfte ist ja schon wieder ähm, praktisch gesund. Und ähm, auch beispielsweise im Iran, da ist jetzt die Quote nicht ganz so hoch, aber äh, auch da sieht schon wieder besser aus und selbst in Italien sieht das da besser aus. Aber man muss auch sagen, in Italien beispielsweise haben wir aktuell. Knapp 28.000 bestätigte Corona-Fälle, 2.749 Menschen sind wieder gesund und 2.158 sind verstorben, was jetzt natürlich wahnsinnig hoch wirkt. Man muss aber sagen, Italien hat halt eine Demografie, die jetzt für den Coronavirus nicht so zuträglich ist, denn da ist das Durchschnittsalter in der Bevölkerung relativ hoch. Mhm. Ja, und daher ist natürlich die Sterberate auch eine höhere. Und Italien hat natürlich auch nicht so ein gutes Gesundheitssystem wie wir es haben und nicht so viele Intensivbetten, Beatmungsgeräte, was jetzt so bei dem Coronavirus ja sehr, sehr essentiell ist. Das ist bei ja. denen einfach nicht so flächendeckend vorhanden wie bei uns. Da kommen wir auch zu einem guten Punkt. Den hatte ich. Wann war das? Letzte Woche in einem Instagram-Video mal aufgegriffen. Weil ich hatte so die Kommentare und Nachrichten bei uns gelesen. Und da ist mir so aufgefallen, dass viele nicht verstanden hatten, warum es jetzt diese Quarantäne und diesen Ausnahmezustand gibt. Und da dachten viele, dass die Regierung diese Maßnahmen eingeleitet hat, weil sie das so verstanden hatten dass man praktisch diesen Virus ausmerzen will und wenn keiner mehr mhm. auf die Straße geht, dann geht das schon so von alleine weg. Das ja. ist natürlich nicht so, sondern es handelt sich hier um eine Pandemie, also eine Krankheit, die sich flächendeckend verbreiten wird. Das ist so klar, das zweifelt auch keiner an. Der einzige Grund für diese ganzen Maßnahmen, warum das öffentliche Leben versucht wird stillzulegen, ist einfach, dass die Anzahl der Neuansteckungen nicht rasant nach oben schnallt und unser mhm. Gesundheitssystem kollabiert. Ich hatte das auch in dem Video gesagt, man muss sich jetzt mal überlegen, wenn morgen in Berlin beispielsweise 10.000, 15 15.000 Menschen schlagartig ins Krankenhaus gehen, dann ist da etwas los und zwar nicht im positiven Sinn, sondern dann kollabiert praktisch das Gesundheitssystem, weil diese ganzen Fälle gar nicht richtig versorgt werden können, wie... Sie es sollten, weil sobald ein Patient da natürlich mit Corona infiziert wurde, muss man schon relativ aufwendige Maßnahmen treffen, um diesen Menschen entsprechend zu behandeln. Und man versucht einfach durch diese Maßnahmen, also durch die Stilllegung des öffentlichen Lebens, die Maßnahmen gering zu halten, dass es keine besonders hohen Peaks geben wird. Beziehungsweise, dass man diese Peaks einfach abdämpft. Ja, also hm. es geht nicht darum, dass sich dieses Virus nicht verbreitet, sondern es geht nur darum, die Geschwindigkeit aus der Sache zu nehmen. Das ist ganz, hm. ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Und vor allem, dass sie jetzt die Quarantäne auch nicht als äh, geschenkten Urlaub oder Ähnliches ansehen. <laughs> weil damit hat das nichts zu tun. Ja. Ja. ja, du bist jetzt schon äh Stark im Thema drin. Ja. Ich wollte vielleicht so kurz vorwegschieben, dass ich mich auf jeden Fall immer sehr gerne mit dir unterhalte, aber mich trotzdem am Wochenende nicht auf diese Folge jetzt großartig vorbereitet habe. Eigentlich sollte heute die Viola hier sitzen. Die Viola Burg ist die Lebensgefährtin vom Adolf Burkhardt. Aber basierend auf den aktuellen Entwicklungen wird das heute jetzt dann spontan ein Corona-Special sozusagen und vielleicht ja. muss man so vorwegschieben, dass bei uns jetzt Dienstagabend ist, 17.03.2020, da bitte ich alle Zuhörer und Zuschauer zu berücksichtigen, dass äh, sich ja gefühlt gerade stündlich auch was ja. ändern kann und wir eben mhm. aktuell von unserem jetzigen Stand sprechen. Also wenn wir jetzt nachher irgendwas ansprechen, was heute eben noch so ist und morgen dürfen wir nicht mehr raus, dann ist es nicht, weil wir irgendwie doof sind, sondern weil sich das eben morgen früh um 11 Uhr ergeben haben könnte. Das bitte ich vielleicht zu berücksichtigen, weil die Folge erscheint am morgigen Mittwoch, den 18.3. Genau, am Abend. Und alleine von morgens bis abends wird schon wieder viel passieren. Ja, genau. Wir hatten ja letzte Woche im Podcast eigentlich nur so eine ganz kurze Sequenz am Ende über Corona und heute mhm. mit dem Thema schon eine ganze Folge. Mich würde mal interessieren, mit welcher Emotion du jetzt so die Entwicklungen der letzten sieben Tage betrachtest. Also eigentlich also geht das so weiter, wie ich es beim letzten Podcast auch gesagt hatte. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich nicht so sehr die gesundheitlichen Folgen fürchte. Ich nehme es jetzt nicht auf die leichte Schuld, aber man muss jetzt einfach mal so, ähm, ja, das auch so realistisch anhand der Zahlen beurteilen. Und da sehe ich nicht, dass die ganz große Gefahr, sondern einfach... Für unsere Wirtschaft, weil so ein Lockdown ähm, einfach pures Gift ist. Kimbo, komm, mhm. her. komm her. Es ist einfach pures Gift für unsere Umwelt, für unsere Wirtschaft, für die Umwelt ist eigentlich gut, aber für unsere Wirtschaft so. Ähm, wir haben ja jetzt schon Fälle, dass beispielsweise Firmen in die Kurzarbeit gehen, dass Aufträge wegbrechen, Eventbranche, Hotelbranche, die sind, also da ist das ja erledigt. Ja. Mhm. Ähm, auch wenn jetzt die deutsche Bundesregierung ähm, da schon weitreichende Maßnahmen zumindest mal angekündigt hat. Man mhm. muss jetzt ja auch sagen, am Ende des Tages, wie ist das? Kriegt dann am, tatsächlich eine Firma auch einen Kredit und so weiter? Es gibt auch Steuerstundungen. Also der Maßnahmenplan, der hört sich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt an. Man muss jetzt aber einfach da auch sagen die Mühlen des Gesetzes und die Mühlen des Staates, die malen eben sehr, sehr langsam. Und wenn eine Firma zahlungsunfähig wird, dann kann das so sehr, sehr schnell gehen. Also, hm. ähm, da haben wir ja auch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Ja. Wenn da einfach mal der Cashflow ins Stocken gerät, dann geht das so ganz schnell. Und das ist eigentlich die Sache, vor der ich mich fürchte, dass man eine in eine Rezession reinkommt und in eine Wirtschaftskrise reinkommt, bei denen dann die Folgen nicht absehbar sind. Mhm. Ja. Der normale Alltag ist ja jetzt mittlerweile eigentlich schon komplett runtergefahren worden, würde ich jetzt mal sagen. Sprich, der Großteil an Etablissements mit sozialen Kontaktmöglichkeiten wurde eigentlich geschlossen. Für dich die richtige Maßnahme, da so radikal vorzugehen und wann, wenn ja, Warum hat das so lange gedauert? Weil da gab es definitiv ein paar Länder, die auf jeden Fall schneller reagiert haben als wir. Also ich bin jetzt kein medizinischer Fachmann, deswegen kann ich natürlich nur aus meiner Laiensicht sagen, natürlich. ich denke, vom gesundheitlichen Aspekt ist es der richtige Maßnahmeplan. Vom wirtschaftlichen Aspekt her weiß ich nicht, ob das im richtigen Verhältnis steht. Also mhm. da tue ich mich so schwer zu sagen, dass jetzt das optimale Vorgehen. Aber wie gesagt, ich bin da auch kein Experte. Ähm, meine Einschätzung, warum das in Deutschland lange gedauert hat, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass in Deutschland Politik sehr zögerlich gemacht wird und eigentlich auch immer versucht wird, keine Entscheidung zu treffen, die irgendeinem nicht gefallen könnte oder einem signifikanten mm. Teil nicht gefallen könnte. Das yeah. ist so ein deutsches Problem. Also ich glaube, in keinem anderen Land sind die Menschen so sehr darauf bedacht, ja nirgendwo anzuecken und mm. so, ähm, wie sagt man da, Duckmäusere. Mäuserisch, ja. Doch, ja. mäuserisch, sagt äh, man ja. Genau. Äh, wie in Deutschland, also das ist hier schon so sehr, sehr ausgeprägt. Auch diese Schuldkultur und so weiter ist ja, hat ja viele Ursachen. Ähm, und man sieht ja jetzt zum Beispiel in Österreich, die haben den Sebastian Kurz, das ist ein sehr junger, entscheidungsfreudiger Präsident, der halt auch Entscheidungen trifft, die ungemütlich sind. Und das ist ja jetzt nichts, wofür irgendein deutscher Politiker bekannt ist, irgendeine Partei bekannt ist, dass sie Entscheidungen trifft, die ungemütlich sind. Und ich glaube, das war einfach bisher das große Problem, weil diese Entscheidungen, die sind wahnsinnig ungemütlich, ja. Mm, Ausgangssperren, ja ähm, gewisse Industrien praktisch lahmzulegen. Das ist ungemütlich. Ähm, und da hat man einfach bis zum Ende gezögert, was ja jetzt dann schon auch ein Stück weit. Ähm, gerade den Ländern im Schengen-Raum auf die Füße gefallen mhm. ist, weil die durften dann als erstes nicht mehr irgendwo einreisen, sei das heißt es in die USA, in die Türkei etc. Und da muss ich jetzt sagen, äh, das war dann schon auch so ein unge ungewöhnliches Gefühl, weil in der Regel es gibt so bestimmte Staatsangehörigkeiten und wenn man davon Pass hat, der ist so sehr viel wert und da ist wahrscheinlich so der deutsche Pass schon so in den Top 5 in der Welt, aber ja. aktuell nicht. Nee, und aktuell will uns keiner haben. Yeah. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass sich gerade Politiker, die sich dessen eigentlich bewusst sein müssen, dass man es nie jedem recht machen kann, dass sie sehr zögerlich sind, weil am Ende ist es wirklich so, du hast äh, über 80 Millionen Bürger, dass du da wirklich so die, den großen, äh, großen Teil davon zufriedenstellst, ist vielleicht möglich, aber du wirst immer Leute haben, denen das nicht gefällt und das muss dir eigentlich schon von vornherein bewusst sein und dementsprechend muss man auch die Entscheidungen treffen. Das hat bei uns. Relativ lange gedauert. Du hast ihn, äh, Sebastian kurz angesprochen. Der ist so sehr geradlinig, mhm. fast schon Hardliner, würde ich sagen. Der ja. gibt sich da keine Blöße, also der gibt da auch ordentlich Gas. Ähm, und ja, da, meiner Meinung nach, auf jeden Fall hätte man da deutlich früher schon Maßnahmen ergreifen können, um vielleicht auch jetzt später noch gravierende Maßnahmen lassen zu können. Genau, also wenn ich dann gestern hatte ich bei NTV, also ich verfolge das Ganze schon stark, ähm, weil ich einfach so gucken muss, also ich habe jetzt schon eine Verantwortung für viele Menschen und ich versuche in den stürmischen Zeiten das Schiff so gut es geht durch diesen, Stürm, durch diesen Sturm zu leiten und da mhm. ist es schon wichtig, dass man informiert ist, weil es ist dann schon auch viel absehbar, also auch generell, wie sich, wir können da vielleicht auch kurz drüber sprechen, als ich die ersten Tage vom Coronavirus mitbekommen habe, was jetzt schon irgendwie ein Monat her ist, da war mir schon klar, dass das in der Welt die Runde machen wird. Mhm. Das, war, das, das, was jetzt passiert, ist für mich jetzt nicht so überraschend. Und mir war auch klar, dass die deutsche Bundesregierung lange keine starken Entscheidungen treffen wird. Das trifft jetzt so alles ein. Und wenn ich dann mitbekomme, dass beispielsweise aus dem Iran und aus China noch Flugzeuge landen, frage ich mich, okay, irgendwie was läuft da verkehrt? Also wir reden jetzt von Personenflugzeuge. Ja. Yeah. Ähm, und diese Menschen, die können dann unkontrolliert aus Tegel rausspazieren. Das yeah. ist so das stand ist krass. gestern noch passiert. Und dann yeah. denke ich mir, also da muss, das ist ja nicht mal eine ungemütliche Entscheidung, die man da treffen muss, sondern einfach ähm, ich will ja auch gar rational. nicht so, so, ähm, so stark politisch werden, aber da muss man schon für das deutsche Volk oder für die Menschen in Deutschland, ob das jetzt Deutsche sind oder nicht, ist ja egal. Ja, also wenn du in Australien in Deutschland bist, dann willst du ja auch, dass die Politiker in Deutschland die besten Entscheidungen treffen. So wenn hm, ich in klar. England bin, will ich ja auch, dass die englische Regierung gute Entscheidung trifft für den Ort, an dem ich gerade bin. Ja? Und wenn da irgendwie eine Katastrophe ist, dann muss man darauf reagieren. Und das wundert mich jetzt schon, dass teilweise dann einfach nicht reagiert wird, immer noch. Ja, also bei gerade unserer Bundeskanzlerin hat man manchmal so das Gefühl, ist sie noch da? Lebt sie noch, ja. ist sie noch Bundeskanzlerin? Ja. Irgendwie, irgendwie ist sie nicht ist mehr sie da, sie da, äußert Alter. sich gar nicht. Ja, und äh, die Frage, die ich mir halt auch immer stelle, ist so, also was machen die da den ganzen Tag? Versuchen die das irgendwie auszusitzen? Weil am Ende war es dann jetzt so, Deutschland macht dicht. Alle haben sich gefragt, wann machen sie denn endlich dicht? Ich habe dann gesagt, ja, du brauchst jetzt irgendwann nicht mehr dicht machen, weil dann machen eben alle rund um uns ja. rund dicht und ja. lassen uns nicht mehr rein und ja. keinen mehr raus. Also da brauchst du dann nachher nichts mehr machen, dann hast du es lang genug ausgesessen eigentlich. Ja. ja, das ist so irgendwie, wenn man so lange keine Entscheidung trifft, dann treffen halt andere für einen eine Entscheidung. Genau, ja. ja. Ähm, aber lasst uns hier nicht zu politisch werden, auch wenn ich jetzt da kein Problem hätte, darüber zu debattieren. Aber wir sind ja immer noch ein Fitness- und Bodybuilding-Podcast. Und ja. das, was aktuell unsere Community, ähm, was ihr, ihr Leben. Das stört, bewegt euch auf jeden Fall. Ja, ja ist, das die, die Fitnessstudios. Die, die Gyms geschlossen sind. Genau. Ähm, ich kann mal da kurz aus Berlin berichten. Da war es, mhm. wann war ich denn? Am Samstag. Nee, am Sonntag war ich noch im Gym. Sonntag war ich noch im Gym. Du könntest ähm. noch am Sonntag gewesen sein, ja. Nein, halt, am Samstag war ich noch im Gym, am Sonntag wollte ich, das war dann aber schon zu. Okay. Dann äh, bin ich am Montag mit meiner Freundin nach Potsdam gefahren, zu Andreas mhm. Bodde, äh, Bosse ins Body and Fight Gym. Äh, Props und Grüße und Werbung an der Stelle. Ähm, der hatte nämlich am Montag noch geöffnet, warum Potsdam ist Brandenburg. Und Brandenburg ja. ist ein anderes Bundesland. Da kommen wir jetzt auch schon wieder, äh, treffen wir wieder in die politische Richtung ab. Ja, ich finde das unfassbar, es dass jedes Bundesland in so einer Situation da sein eigenes Süppchen kocht. Teilweise auch jede Kommune. Also was ist das für ein Quatsch in Berlin, die Gyms zuzumachen? In, in Brandenburg nicht. Gut, jetzt ist es ja mittlerweile bundesweit so, aber es hat halt auch wieder gedauert. Ähm, ja, jedenfalls, Samstag war man noch im Gym und. Man muss jetzt mal generell sagen, ein Gym ist ja so der unhygienischste Ort, den es wahrscheinlich so gibt. Überleg mal, wo hast du Gegenstände, die so häufig angefasst werden, aber nie gereinigt werden und vor allem die auch so ein günstiges... Milieu für Viren sind, weil es so eine gegrillte ja. Handelstange, die nie gereinigt wird, die ja. kalt ist. Also das, also, das liebt ein Virus. Ja. Ja. Ähm, ja, dementsprechend ist man ins Gym gegangen. Ähm, ich muss jetzt dazu sagen, ich habe versucht, ähm, besonders in Anführungszeichen vorsichtig zu sein, sprich äh, mir vielleicht einmal mehr die Hände gewaschen und äh, proaktiv darauf geachtet, nicht so häufig meine Hände irgendwie hier zu haben. Mhm. Aber mehr habe ich dann auch nicht gemacht. Wie war es bei dir? Ja. ja, ich war am Samstag früh, also ich gehe gerade immer sehr sehr früh ins Gym, also mhm. ich stehe um fünf auf und gehe dann ins örtliche McFit. Um, und habe dann schon Samstag früh war das, ja, dann mit äh, jemandem, den ich getroffen habe. Da trifft man dann morgens äh, tatsächlich Leute, obwohl man ja geht, um keine Leute zu treffen mhm. und seine Ruhe zu haben, aber es ist schon so ein bisschen äh, drüber gewitzelt, dass es ja dann eventuell auch auf unbestimmte Zeit das letzte Mal ja. sein könnte, dass wir uns jetzt hier sehen. Und dem war dann auch so. Also, du hast gesagt, bei euch ist seit Samstag ungefähr dicht, ich glaube auf unbefristete Zeit aktuell laut Verordnung. Also Samstagabend ging vom Senat, Berliner Senat, mhm. ging dann Schreiben online und das ist jetzt erstmal auf unbefristete Zeit. Genau, Schleswig-Holstein war auch sehr schnell. Die haben die vorerst, waren, glaube ich, jetzt. glaube ich, sogar am Freitag schon, oder? Bis 19. April haben die es jetzt erstmal festgesetzt. Und dann okay. kommt natürlich jetzt so heute die oder gestern Abend kam dann so die Hammermeldung bei uns hier in Baden-Württemberg. Mhm. Die lassen sich so gar nicht lumpen. Die machen nämlich gleich drei Monate dicht bis einschließlich 15. Juni. Mhm. Ähm, das ist natürlich so krass, äh, aber gleich länderübergreifend. Ähm, mich würde mal interessieren, wie hart, hart, hart hat dich das? Als Sportler jetzt getroffen. Und wie lange hast du gebraucht, um vielleicht auch so ein Verständnis für diese Entscheidung aufzubringen? Weil wir wollen ja alle ins Gym, da machen wir uns jetzt nichts vor. Also, ich habe jetzt so gar kein Problem, Verständnis dafür aufzubringen. Denn, wie ich gerade schon gesagt habe, das Gym ist natürlich ein Ort, der dafür prädestiniert ist, dieses Virus zu verbreiten. Aber als Sportler kotzt mich das natürlich mega an. Also, mhm. ich finde das natürlich unfassbar scheiße, aber ich habe dafür auch ein Verständnis. Ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Es ist, das Blöde ist, dass wir jetzt so. Also, heute war es schön in Berlin. Wir hatten teilweise so 15, 16 Grad. Mit mhm. der Winterjacke war es mir dann zu warm schon. Ähm, es ist dann aber zum draußen trainieren, so ein bisschen Calisthenics-mäßig was machen, ähm, ist dann halt doch immer noch kalt. Uh, aber da kommt mir jetzt natürlich meine ganze Crossfitterei sehr entgegen, weil diese mhm. ganzen Körpergewichtsübungen, in denen bin ich viel besser geworden im, mhm. im letzten Jahr. Ähm, und es kommt einem jetzt schon sehr entgegen. Nichtsdestotrotz, ich finde es jetzt noch zu kalt draußen zum Trainieren, also um jetzt da großartig Bodyweight-Training zu machen. Ich gehe ja auch joggen in der Woche so zwischen zwei und viermal. Mhm. Ähm, das wird, werde ich jetzt wahrscheinlich öfters machen, einfach damit man aktiv ist, Kalorienverbrauch hochhält. Gassi gehe ich sowieso. Und ich habe einen Freund, der hat ein Home-Gym. Das ist jetzt nicht okay. krass, aber der hat gesagt, ich kann da immer vorbeikommen. Der freut sich dass da mal ein bisschen Action bei ihm ist <laughs> und äh, er da nicht nur alleine in seinem Keller trainiert und von seiner Frau belächelt wird. Und das ist jetzt so mein Notfallplan. Aber aus sportlicher Sicht ist das jetzt schon so ein Worst-Case-Szenario. Ich hatte gestern ja auch mit dem Andreas Bosse gesprochen. Der ja. wollte sich eigentlich auf eine Wettkampfsaison vorbereiten, aber das lässt er jetzt. Natürlich, weil er A, äh, weiß, ein Körper, der eine harte Diät hinter sich hat, der ist natürlich sehr anfällig. Mhm. Und zum Zweiten, er weiß natürlich überhaupt nicht, was und ob Wettkämpfe stattfinden werden. Ja. Also ist es so allgemein, es ist so eine sehr ungewisse Situation jetzt aktuell. Man weiß nicht so recht, was auf einen zukommt. Ich muss auch sagen, so persönlich fuckt mich auch das Ganze sehr ab, weil mhm. du, du weißt es ja, ich bin. Äh Leidensgenosse jetzt schon die letzten zwei Jahre, bin mhm. letztes Jahr zweimal operiert worden und bin aktuell echt in der Reha. Alles läuft so sehr gut bislang. Man kann schon wieder einige Sachen machen, aber ich bin echt sehr, sehr weit weg entfernt von Körpergewichtsübungen. Also Klimmzüge okay. und, und Liegestütze ist einfach noch nicht drin. Mhm. Das heißt, für mich sind so Kabelzüge und Maschinen okay. sind so sehr, sehr wichtig. Mit sehr wenig und Gewicht. Ja, genau. Also Brustpresse, McFit, so 30 Kilo und solche Geschichten ist schon echt noch sehr, sehr, sehr leicht alles. Und da ist natürlich die Situation so für mich sehr scheiße. Ich versuche trotzdem Verständnis dafür aufzubringen. Ähm, ich habe das Glück, mein Vater hat ein Home Gym auch. Mhm. Ich könnte da eigentlich auch hin. Jetzt ist es aber nur so, äh, dass auch meine Mutter mhm. und meine Oma, die dort auch lebt, mhm. sehr panisch sind aktuell. Und jetzt wird gerade diskutiert, ob das denn so eine gute Idee ist, wenn ich, der von außen reinkommt, dann okay. dort, dort ist und meine Freundin hat so sehr viel Kundenkontakt, auch weiterhin noch. Und da ja. ist jetzt gerade so die Debatte: darf denn der Sohn jetzt zum äh, ah, Trainieren okay. ins kommen? Das ist schon so sehr traurig für mich aktuell. Ja, also du bist praktisch dann verstoßen von der Family. Ja, so ist aktuell der Stand und äh, da werden wir dann am, im Endeffekt äh, Terra Bänder übrig bleiben. Ja. Und eventuell auch so ein paar Kurzhandel oder so, die man sich jetzt aber noch besorgen muss, ähm, weil die habe ich natürlich nicht daheim. Ja. Da ist dann natürlich auch über die nächste Zeit die Frage, was passiert denn mit diesen ganzen Versandunternehmen, mit den ganzen Online-Dienstleistern, ähm, die Dinge versenden, Amazon. Jetzt vielleicht irgendwelche Gewichtshops, Sportshops. Die haben jetzt erstmal einen Boom. Die haben auf jeden Fall erstmal <laughs> ja. einen Boom, ja. ja. Solange sie denn äh, noch weiter arbeiten dürfen, ist halt auch immer so eine Frage. Was passiert da jetzt so? Was, was gibt es für äh, Reglementierungen vom Staat aus? Also, meines Wissens nach gibt es noch keine. Ich habe jetzt auch bei uns im Lager nicht da eine Meldung bekommen, dass da irgendwie was eingeschränkt ist. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird erstmal nicht passieren, denn. Die Regierung, die muss jetzt natürlich schon gucken, dass die Wirtschaft nicht komplett einbricht und Onlinehandel, das ist noch das Territorium. Also, das wird, der wird auch eine, einen Rückgang erleben, weil, wenn mhm. die Menschen einfach kein normales Leben haben, werden sie bestimmte Dinge einfach nicht mehr so konsumieren, nicht mehr unbedingt ja. kaufen. Ja, fängt ja schon an. Weiß nicht, wenn du nicht ins Gym gehst, dann kaufst du wahrscheinlich auch kein Kreatin mehr, kein neues als Beispiel. Nee. Ja, oder ja. keine neue Mütze, weil du sagst, ja gut, ich sitze doch jetzt sowieso erst die nächsten mhm. vier Wochen in der Bude. Ja. Ähm, aber wenn man jetzt den Online-Handel auch noch verbieten würde, dann würde das natürlich komplett, also komplett einbrechen. Und da kann jetzt die Regierung dann auch nicht so eine starke Hilfeleistung. Hilfestellung leisten. Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das äh, eingestellt wird. Was ich mir vielleicht vorstellen kann, dass bei sehr großen Unternehmen, dass da vielleicht irgendwie eine Reglementierung stattfinden wird, ist natürlich auch immer schwierig, wenn es dann mal einen Corona-Fall gibt. Also hm. wenn man so ein Amazon-Lager oder ein Zalando-Lager gesehen hat, da arbeiten ja ein paar tausend Menschen. Klar, wenn die einen Corona-Fall haben, dann ist auch erstmal der Laden dicht ja also was, was ich ja. vielleicht kurz wo ich noch mal drauf eingehen würde dieses home thema ja das ist ja jetzt für viele schon sehr akut und da werden die sich aktuell stark mit auseinandersetzen wie geht's dir im Home-Training also kannst du dort so trainieren wie wenn du ins Gym gehst also ich Bist kann du das absolut, so im Beast-Mode? Ich kann es überhaupt gar nicht brauchen. Und ja. äh, mein Dad hat ja, wie gesagt, ein Home Gym auch sich eingerichtet. Da stehen jetzt auch mittlerweile echt gute Geräte und sowas. Okay. Ich könnte da eigentlich hin und so voll in Ruhe für mich hin trainieren. Aber ich, für mich ist das ist Training immer so eine Art Ritual. Mhm. Du setzt dich so daheim hin, egal ob morgens, mittags, abends, trinkst du so deinen Booster, scheißegal, was da, irgendein Shake vom Training, einfach so stimmst dich schon so ein, fährst dann zum Training. Gibst du so Gas, brauchst auch den sozialen Kontakt, du brauchst auch so die Menschen einfach um dich herum, auch wenn du jetzt nichts redest. Das ist mhm. einfach immer auch so ein bisschen so ein Wettbewerbsgedanke für mich, ähm, der so wahrscheinlich einfach innerlich getrieben ist, den man jetzt gar nicht unbedingt wahrnimmt. Da muss man sich einfach so mal selber auch aktiv Gedanken darüber machen, warum man gerne ins Gym geht. Ähm, deswegen für mich, also daheim, ich würde mir nie daheim Gym machen, also im Leben nicht, glaube ich. Also ich bin, ich sehe das ähnlich wie du, ich mag das auch nicht besonders. Ähm, ich sehe auch nicht, dass man da so einen so einen Drive und so eine Energie hinbekommt. Du hast ja gerade gesagt, im Gym so dieser Flair mit den anderen Menschen auch etc. Mhm. das wirkt sich so positiv aus. Ich kann das absolut bestätigen. Ähm, wie gesagt, ich gehe auch gerne zum Crossfit und da ist dieser Effekt noch mal viel viel stärker. Ja. Und ich habe auch wirklich, seitdem ich Crossfit mache, sehr intensiv mir mich, mit mir selber auseinandergesetzt und wahnsinnig viele Gedanken gemacht, warum man zum Beispiel beim Crossfit so gewisse Leistungen Bringen kann die ich jetzt mhm. so, wenn ich alleine im Gym bin, nicht bringe, und das ist ja dort so. Also, da kann das ein Workout sein. Du musst zum Beispiel 140 Kilo äh, Knie, äh, Kreuzheben oder auch Kniebeugen zehnmal mhm. machen. Ähm, dann musst du 100 Sit-Ups machen und als dritte Übung noch ähm, sagen wir mal 30 Pull-Ups, mhm. so fünf Runden. Hm. So, das ist straff und man denkt so, oh, krass, kriege ich das überhaupt hin. Aber man kriegt das hin, weil diese Dynamik, Gruppendynamik, laute Musik, diese Stimmung, mm. du hast Coaches, die dich anfeuern, korrigieren, etc., ähm, das wirkt sich schon sehr, sehr positiv auf die Performance aus. Wenn man jetzt so allein im Gym ist, deswegen ist so Bodybuilding da auch wirklich nochmal ganz anders, da bist du ja schon so mehr mehr ähm, in deinem eigenen Modus, bisschen in deiner eigenen Welt, hast deine Kopfhörer auf oder bist mhm. mit deinem Trainingspartner, man befeuert sich gegenseitig, aber es geht ja schon so mehr um den Muskel, den zu spüren, etc. und nicht nur um sich mega hoch zu peitschen. Mhm. Ähm, aber jeder wird natürlich sagen, mit Trainingspartner oder in der Gruppe trainiert man intensiver als alleine. Mhm. So, ja. das ist Wenn man gute, gute Partner hat, genau. auf jeden und Fall. Ja. Man kann sich alleine, also 99% der Menschen behaupte ich, die können sich alleine nicht auf dieses Level heben wie sie durch eine Gruppe oder durch einen Trainingspartner gehoben werden können. Ja, man kann sich nicht so abschießen alleine. Das geht ja. einfach nicht. Und bei mir ist das auch so im Homeoffice irgendwie, das ist wie fahren mit angezogener Handbremse. Das ist irgendwie so, ich hatte eine Zeit lang so ein Cardiogerät zu Hause, das geht, ich finde, das kann man machen, aber es ist auch nicht so wie im Gym, aber jetzt so richtig hart trainieren fällt mir auch echt sehr sehr schwer. Hatte ich auch, ich hatte auch so einen Scheiß-Ergometer daheim. Mhm. Der, der stand da, glaube ich, zwei Jahre und ich habe den so viermal benutzt und yeah. so. bin dann nachher fürs Cardio ins Gym gefahren. Yeah. Einfach ja. so, ich weiß nicht, es ist dieser Weg, also dieser Weg von daheim ins Gym, Musik an, im Auto, dieser Weg dorthin einfach, man stellt sich so mental auf irgendwas ein und daheim bist du halt einfach dort. Früher hat man immer gesagt oder sagt man auch heute noch, du hast immer Tage, äh, an denen du motiviert bist und mhm. Tage, an denen du nicht motiviert bist. Wichtig an diesen nicht motivierten Tagen ist, einfach hinzugehen und wenn du dann mal dort bist, ja, dann, dann läuft es von alleine. Ja. Aber wenn du nicht motiviert ja. bist und du bist daheim, dann gibt es diesen Weg nach dort nicht. Ja. Und das ist so für mich ein Riesenproblem. Ich glaube, was, also was für mich auch ganz seltsam ist, wenn ich jetzt so in der Wohnung bin und jetzt da mit einer Handel agiere. Also jetzt überleg mal, du würdest bei dir im Wohnzimmer eine 20 Kilo-Hantel auf so von, von Armhöhe, ja. ja. Das hast du so in der Hand und lässt sie fallen. Ja. Heißt, keine Ahnung, je nachdem wie groß oder wie klein man ist, ist der Abstand. Das würde man ja nie machen. Ich, nee. 20 Kilo gegen. Sch jetzt überleg mal im Gym. Ja, das Ohne dass man jetzt Assi, Assi bist, ja, ähm, da geht man ja schon mit dem Gewicht anders um. Und ich. Also ich bin da auch wahnsinnig gehemmt und in ganz anderen Modus. Ähm, deswegen würde mich, da könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie da so euer Feeling ist zu Hause. Könnt ihr da tatsächlich trainieren? Ist das für euch ein adäquater Ersatz, wenn ihr euch da so ein paar Bänder holt? Oder sagt ihr da auch, ey, eigentlich, ähm, das ist zwar so ja, besser als nichts, aber kein adäquater Ersatz. Ja, jetzt ist, steht man aber natürlich vor der Situation, dass man wahrscheinlich relativ lange, also wir ziemlich sicher relativ lange keinen schim haben werden. Also mhm. drei Monate ist eine ewig lange Zeit. <laughs> da hatte ich mir eigentlich schon vorgenommen, wieder gut in Form zu sein. Das ja, geht jetzt natürlich. Kann man viel erreichen in drei Monaten? Ja. ja, genau. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn dann ein so ein Bundesland mal so härtere Maßnahmen ergreift, dass dann relativ schnell auch von anderen nachgezogen wird, einfach weil dann auch die Zahlen kolportiert werden und man sieht, das bringt irgendwas und dann ziehen die nach und dann hast du nachher echt so drei, vier, fünf Monate. Was man ja dazu sagen muss, in der Verordnung vom ähm, baden-württembergischen, weiß nicht, ob man Senat oder was auch immer sagen kann, da steht ja drin, dass sie sich vorbehalten, das Datum auch zu ändern. Mhm. Da hört man ja immer so raus: ja, ändern, geil. Äh, dann machen sie äh, die Gyms früher wieder auf, aber ändern heißt halt auch nach hinten verschieben. Ja, das wäre natürlich. Also ich glaube, da würden dann echt vielen Gyms, der finanzielle äh, Atem würde ihnen da ausgehen. Ich, ein Vierteljahr ist schon unfassbar. Ähm, jetzt sagen manche Gyms, dass sie die verloren gegangene Zeit mhm. hinten ranhängen. Ich weiß gar nicht, wie das juristisch da ist. Also das ist so alles sehr komplex. Ohne sich jetzt da eingelesen zu haben, ist da so ein bisschen schwierig, etwas ganz Konkretes dazu zu sagen. Wenn du so ein Dienstleister bist, dann gibt es natürlich so gewisse... Ähm also ich weiß jetzt den juristischen Begriff nicht, aber so hm. höhere Macht, ja. Also ja. wenn du jetzt auf dem Weg zur Arbeit bist und dann kommt ein Komet runter und äh, äh, fegt die S-Bahn, in der du sitzt, vor, von den Schienen und du überlebst das und kommst dann aber drei Stunden zu spät zur Arbeit, <laughs> dann kriegst du keine ja. Abmahnung, ja, weil das ist, das ist so eine höhere Macht, da kannst du nichts dafür, dass jetzt ein Komet in deine S-Bahn <laughs> einschlägt. Ja. Ähm, und so ähnlich ist das jetzt auch mit dem Coronavirus. Da kann jetzt McFit beispielsweise. Nichts dafür, dass der Staat das untersagt, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Hm. Äh, ich weiß aber nicht, was für Rechte man dann als normaler Endverbraucher hat, weil da hat man dann auch wieder gewisse Sonderkündigungsrechte etc. etc. Es gibt Gyms, die sagen, ja, wir hängen die Zeit einfach hinten dran an die Laufzeit. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwo einen Vertrag laufen habe und dann wird der einfach verlängert um ein Vierteljahr. Das würde ich unfassbar scheiße finden, weil ich habe ja extra gekündigt. Hm. Vielleicht ist das irgendwie bedingt, weil man sich regional verändert. Ja, genau. Und dann wird da ein Vierteljahr rangehangen. Also es ist alles so sehr kompliziert. Und ich bin da mal gespannt, wie da alle vorgehen werden. Große Unternehmen, die einfach finanzielle Rücklagen haben, die werden das natürlich einfacher wegstecken können, aber kleine. Gyms oder generell kleine Unternehmen, für die wird das jetzt schon sehr hart und da glaube ich auch, werden nicht alle ähm, das überstehen. Ja, ich habe mich tatsächlich da rechtlich mal so ein bisschen schlau gemacht. Äh, ein Kumpel von mir, Grüße an dich, Niklas, an dieser Stelle, wenn du das hörst, äh, ist angehender Anwalt, sein Vater mhm. ist Anwalt und ich habe mal gefragt, wie sieht das aus? Weil bei mir ist noch mal so eine Special-Situation. Ich habe mich zu McFit auch noch in einem medizinischen Studio angemeldet. Mhm. Ähm, und das ist aber erst drei Wochen her. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil a, kann ich dort auch nicht mehr hin jetzt und mhm. b ist es sehr teuer, nämlich 89 Euro jeden Monat. Und das tut dann im Gegensatz zu 19 Euro mehr dann irgendwann schon weh, vor allem weil ja der, der auch die Intention eine ganz andere war, dieses ja. Studio jetzt dazu zu nehmen noch. Und habe dann mal gefragt, wie sieht es jetzt aus, jetzt machen die dicht, was passiert dann? War dann die Auskunft, die mir erteilt wurde, ganz normales Prinzip, keine Leistung, keine Gegenleistung. Deswegen müsste ich rein theoretisch diesen Betrag nicht weiter bezahlen mhm. ähm, und könnte dann die Lastschrift sozusagen einfach rückgängig machen, stilllegen, mhm. rückrufen, was man da halt macht. Ja. Ähm, ich habe es aber auch schon in dem Artikel dazu geschrieben, den wir am Sonntag veröffentlicht haben, zu den ersten Gym-Schließungen, -Schließ dass man sich da natürlich immer die Frage stellen muss, äh, wem äh, entzieht man da jetzt diesen äh, Monatsbeitrag? McFit, wie du sagst, großes Unternehmen, FitX, FitOne, die stecken sowas leichter weg, wenn du jetzt deinem äh, Studio um die Ecke, was privat geführt Inhaber geführt ist den Monatsbeitrag killst kann es natürlich sein dass nach der Corona Krise dieses Fitnessstudio einfach nicht mehr da ist ja. und da sollte man sich auf jeden Fall genau überlegen was man da tut ich möchte jetzt niemanden dazu anstacheln a oder b zu machen aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit anscheinend da den Mitgliedsbeitrag zurückzuziehen den nicht weiter bezahlen zu müssen mhm. aber man muss sich natürlich echt die Frage stellen möchte man weiterhin dann in diesem Studio nachher noch trainieren und ist es dann nachher weg was macht man dann ja, also ich muss sagen, ich kann da bei der Argumentation verstehen. Ich will da auch gar nicht äh, so ja, herablassend drüber sprechen, äh, was sind schon 20 Euro. Also ich hatte in meinem Leben schon genügend Situationen, wo ich mit 20, äh, wo es bei mir um 20 Euro ging, mhm. äh, ob man was zu fressen hat oder nicht. Und dementsprechend kann ich da schon auch die Leute verstehen, die dann da sagen, sorry, äh, da bin ich jetzt nicht in der äh, Lage irgendwie einen Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten von dem ich nichts habe auf der anderen Seite wie du schon sagst ja ähm, wenn man gerne in das Gym geht ja wenn ich jetzt zum Beispiel überlege Andreas Bosse das mhm. ist einfach der 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 lebt das der liebt das das Gym ist einzigartig das mega geil oder hier die Jungs von das Gym in Wien das ja. ist einfach so das beste Gym in der ganzen Welt ist ähm, da will man, glaube ich, schon, dass die das auch weiterhin machen. Aber man muss so für beide Seiten Verständnis aufbringen. Ja, auf jeden Fall. Andreas Bosse sagt es, glaube ich, auch mittlerweile schon selbst: macht darauf aufmerksam, dass man bitte denn die Beiträge nicht einfrieren soll, sondern mhm. weiterzahlt. Und er gibt, glaube ich, ich glaube, fünf Tageskarten zum. Äh Vertrag dann dazu, dass man irgendwie Leute einladen kann, die dann mhm. mal ein Training mitmachen im, im Wert von 50 Euro obendrauf und die lassen sich da Sachen einfallen. Ja. Ich finde, da sollte man schon gucken, in welcher Hinsicht man da Kulanz zeigt und wo halt auch nicht. Aber muss, wie du sagst, Verständnis zeigen für alle, weil 20 Euro sind 20 Euro. Es gibt aber auch Studios, die sind deutlich teurer. Wie gesagt, Richtig. 89 Euro bei mir jetzt. Das ist jetzt auch, ich könnte das schon stemmen. Aber ist natürlich so mega ärgerlich, weil es ist eigentlich so eine, so eine nicht geplante Ausgabe. Mir reicht ein Gym. McFit mm. hat was weiß ich wie viele Filialen. Es war jetzt halt so ein medizinischer Hintergrund, einfach, dass jemand auch so drüber gucken kann, ähm, was man falsch macht, weil, ob man irgendwo krumm ist. Gerade nach zwei OPs an der Schulter ist man einfach so komplett schief im ganzen Körper. Und wenn du das dann nicht in Anspruch nehmen kannst und eigentlich auch sowieso nicht bräuchtest, überlegst du es dir schon. Gerade die Klinik mal, das sind jetzt ja bei dir über 100 Euro ähm, an. Beiträgen, die da drauf gehen, oder ja. ich vergesse natürlich auch nicht unsere Zuhörer, die Cross sind, machen. Da sind die Beiträge höhere, weil einfach die Betreuung eine andere ist. Also, mhm. du hast oft Ganz mindestens ein Trainer oder sogar zwei Trainer, die dich das ganze Training anleiten, olympisches Gewicht heben, beibringen, etc., etc. Ähm, mhm. Nur um das kurz zu erklären, das ist eine andere Betreuung, wie man sie bei einem Discounter-Gym hat, was ja eher ein Spielplatz ist, wo man sich austobt und Niemand einem sagt, was man wie machen soll, und da gehen die Beiträge bei 100 Euro los. Und das ist dann je nachdem, wie oft man hingeht, kann das auch mal 140, 160, 170 Euro kosten. Und auch wenn man dann tendenziell natürlich ein Mensch ist mit einem etwas höheren Einkommen, also da muss man aber auch sagen, das ist halt schon echt Geld was weg Ja, ist. ja und gerade so die aktuelle Situation, was ist jetzt, genau, hast du Kurzarbeit, man, so du richtig, kriegst du weniger Geld und solche Geschichten. Genau, ja. also man weiß ja jetzt auch nicht, es wird Firmen treffen, die umfallen und nicht mehr aufstehen werden. Und dann muss man einfach sagen, auch wie gesagt, es kann im Leben echt verdammt schnell gehen, dass es dir auch um 20 Euro geht. Ja, Oder um da muss man, 50 etc. Ja, da ja, ja. muss man auf jeden Fall Verständnis zeigen. Du hast den Andreas Bossi und die Wettkämpfer angesprochen Ende letzter Woche wurde jetzt die Arnold Classic Australia und die Arnold mhm. Classic South America abgesagt. Jetzt hat gestern, glaube ich, die IFBB Pro League dann bekannt gegeben, dass auch alle anderen Events bis einschließlich mhm. 10. Mai gestrichen werden. Würde Stand jetzt bedeuten, die New York Pro findet noch statt? Davon gehe ich aber ehrlich gesagt nicht mhm, aus, wenn ich mir so die nicht. Entwicklungen anschaue. Nee. Was fühlst du da so bei äh, dem Thema gerade bezüglich den ganzen deutschen Athleten, die viele Wettkämpfe geplant haben? oder ist da deine Sicht dann doch eher ganzheitlich auf die allgemeine Lage, wie du schon gesagt hast, ist es da so relativ Wumme, sage ich jetzt mal, was so mit den deutschen Athleten ist oder mit den ganzen Athleten. Ja, also ich wünsche da natürlich jetzt niemand irgendwas Schlechtes, aber ähm, vielleicht bin ich da jetzt einfach schon zu äh, wachsen dafür, kann ja sein, dass ich da einfach schon so eher Angst um die Welt und äh, Weltwirtschaft habe und hm. auch wenn jetzt da vielleicht mancher denkt, oh, Marcel, redest du von Wirtschaft? Ja, Freunde, also wenn ihr halt dann morgen keinen Job mehr habt oder Kurzarbeit oder von weisen nicht 40 Stunden auf 10 Wochen runtergeht und Unternehmen ihr dicht machen etc. das hat halt so weitreichende Folgen, dann geht die Kaufkraft zurück etc. etc. dann verlieren wiederum noch mehr Menschen ihren Job und das ist eigentlich so, was ich Daran denke ich. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht dran gedacht, dass irgendwelche ach Scheiße jetzt sind. Äh, weiß ich nicht die New York Pro. Auf die habe ich mich gefreut. Okay. Also natürlich finde ich das auch doof und schade, ähm, dass dass das jetzt alles ausfällt. Ich hatte es ja auch in den News gesagt, die gestern gekommen sind. Hm. Ich kann nur allen Athleten jetzt abraten, eine starke Wettkampfdiät, also eine, eine stark auf den Körper gehende Wettkampfdiät zu machen. Ja. Ähm, einfach um sich da jetzt nicht in einem besonders hohen gesundheitlichen Risiko auszusetzen. Für die Body, also so wie es halt für alle doof ist, ist natürlich auch fürs Bodybuilding doof. Und wenn da keine Profiwettkämpfe stattfinden oder generell auch kleine Wettkämpfe, dann schläft das alles natürlich ein. Ist natürlich auch, was man vielleicht dazu sagen muss, für viele Bodybuilder jetzt äh, im professionellen Bereich auch der Job. Kommt auch dazu. Also ja. ist jetzt auch, ist jetzt natürlich nicht der, der Job, der wie jetzt äh, der, der Schuster oder der Dachdecker, der jeden hm. Morgen aus dem Haus geht, aber ist auch ein das Job, ist, mit dem Geld klar. verdient wird. ist Präsentation. Sponsor sagt: Hey, du hast so und so viel Wettkämpfe dieses Jahr zu machen, weil du musst äh, unsere Marke irgendwie positiv repräsentieren. Da ist, hängt natürlich auch Geld dran. Ja, also für die ist das natürlich auch eine sehr ungünstige Situation. Ähm, man muss jetzt dazu sagen, Athleten, die haben ja oftmals auch Verträge, in denen steht, dass sie zum Beispiel x Wett Wettkämpfe pro Jahr absolvieren genau, ja. müssen. Äh, in dem Fall verliegt jetzt ein Athlet nicht aus dem Vertrag, weil er zum Beispiel an der New York Pro nicht teilnimmt, weil ja. da sind wir wieder höhere Macht, da kann er jetzt nichts dafür. Ähm, ich glaube, die Athleten sollten sich eher davor fürchten, dass es dem Unternehmen so schlecht geht, dass... Das Unternehmen einfach den Bach runtergeht. Ja, genau. Das ist so, da beißt sich nachher so die Katze in den Schwanz am Ende, ja. weil es ist so ein blöder, blöder äh, Teufelskreis, so ein Abwärtsstrudel am ja, Ende. Ja, und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Es hängt halt alles zusammen. Und beispielsweise, wenn es jetzt einem Unternehmen nicht gut geht, also dann gebe ich euch Brief und Siegel, dann sind Sponsorings so das, was man als erstes cuttet. Und ja. auch wenn es da Verträge gibt, es gibt dann auch immer. Im Vertrag Klauseln, dass man so etwas beenden kann, zum Beispiel, weil man in so eine Situation gekommen ist, wie es dann durch eine Corona-Krise der Fall ist. Ja, wenn du insolvent bist, dann kannst du nachher sagen, nee, wir können es einfach wirtschaftlich nicht mehr tragen und dann bist du halt genau wie beim Arbeit Arbeit alter Arbeitnehmer, dann ist dann ja. am Ende raus. Ja. Richtig, also das dann eben betriebsbedingt und da es auch bei Sponsorings ähnliche Klauseln. Also, es ist, es gibt jetzt so keinen wirklichen Gewinner. Man könnte jetzt vielleicht noch sagen, irgendwelche Firmen, die dann irgendetwas verkaufen, also physische Produkte verkaufen, die jetzt irgendwie reißenden Absatz finden. Aber da hast du ja das Problem mit der Supply Chain, weil was bringt dir? Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Toilettenpapierhersteller. Wäre was gewesen, aktuell, was ich noch hätte ansprechen äh, wollen. Ja. Die aktuell äh, sehr gute Absatzzahlen sicherlich haben. Aber die haben jetzt dann wahrscheinlich so den Absatz, den sie eigentlich auf irgendwie ein Vierteljahr verteilt hätten, haben sie jetzt in nach ein oder zwei Wochen. Aber ja. die Menschen, die jetzt irgendwie Toilettenpapier für ein Dreivierteljahr gekauft haben, was machen die denn jetzt? ja die gehen ein dreivierteljahr nicht mehr toilettenpapier einkaufen also ja. hast du jetzt höhere produktkosten höhere produktions also, du hast alle hohen kosten jetzt auf einmal und nicht verteilt auf beispielsweise ein dreivierteljahr in dem fall ja. also du hast jetzt so gesehen als unternehmen auch nicht wirklich fort also die allerwenigsten so muss ich sagen hm. natürlich die unternehmen die immer lieferfähig sind da ist was anderes, die profitieren dann davon, aber sehr, sehr viele Unternehmen, die haben dann, also so wie bei unserem Booster, ja, wenn wir jetzt da 10.000 Dosen haben und die sind innerhalb von zwei Wochen weg, dann freut sich, freuen wir uns zwar kurz, aber dann denken wir, Herr scheiße, jetzt müssen wir erstmal wieder sechs Wochen warten. Yeah. Doof. Yeah. Ja, dann hast du halt das, was du sonst eigentlich geplant hattest, die nächsten eineinhalb Monate zu, abzuverkaufen, hast dann in einer Woche und bist dann sechs Wochen auf dem Trocknen. Ja, Hakele, also der Top-Toilettenpapierhersteller glaube ich in Deutschland, die haben mhm. jetzt ihre Produktion habe ich gelesen, aufs 1,5-fache gesteigert. Ist natürlich jetzt ein absolutes Phänomen, was da gerade abgeht. Die werden das natürlich alles an den Einzelhandel verkaufen. Aber wie du sagst, was macht man dann in einem halben Jahr? Dann hat der ja, Normalverbraucher immer noch 20 Packungen daheim. Ja, und was ist, wenn beispielsweise ihr Lieferant, die am Corona-Fall Firma ist in Quarantäne. Ja. Yeah. So, dann müssen sie aufweichen auf einen, ausweichen auf einen anderen. Was passiert dann? Dann werden natürlich die Rohstoffpreise oder Materialpreise mm. steigen. Ja? Yeah. Und wenn dann mal zwei, drei Supplier ausfallen, dann kann es sein, dass sie nicht mehr lieferfähig sind, dann können sie auch nicht mehr produzieren, etc. Et naja. Also, das, was jetzt viele denken, oh, da ist jetzt so ein Goldrausch. Nee, das ist überhaupt nicht so. Äh, die, die jetzt natürlich schon so sehr ähm, von profitieren von dem Ganzen. Ich habe mir so wirklich sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht. Ich, ich merke es ja. Da jetzt so äh, nur ganz, ganz wenige Profiteure und das sind die, die halt so äh, Produkte oder Dienstleistungen haben, die so theoretisch unendlich skalierbar sind. Also in Anführungszeichen unendlich skalierbar. Hm. Ähm, und die jetzt auch nicht auf besonders äh, komplexe Supply Chains, also Liefer, Lieferanten, Ketten etc. davon abhängig sind. Äh, das sind sowas wie Netflix, Google Services, Amazon Prime und so weiter. Irgendwelche hm. äh, Online-Games, ähm, natürlich, die haben Server etc., weiß ich, das ist auch nicht unendlich skalierbar. Hm. Aber. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass bei Netflix aktuell die Abozahlen nach oben gehen. Ja, definitiv, weil wir stehen ja quasi schon unter Quar Quarantäne. Was mich noch interessiert hätte zu dem Klopapier-Thema, weil du es ja. schon so zwischendrin angesprochen hast. Was glaubst du, ist der Grund, dass gerade bei Klopapier gehamstert wird? Also, ich habe ja echt die Theorie, des reiner Zufall. Ja, das, das ist absolut äh, der Hordentrieb. Ja. Das ist der, der Mensch ist ein Hordentier, auch wenn er sich das selber überhaupt nicht eingestehen will, weil jeder immer glaubt, so unfassbar individuell zu sein. Aber und intelligent ist, vor allem, ja. Ja, genau. Äh. Ähm, aber das ist Hordentrieb. Einfacher Hordentrieb. Er ist nicht absolut mehr, krank. Weniger. Hast du noch Toilettenpapier? Ich habe äh, gestern ganz normal bei Lidl gekauft. Hast Einfach du bekommen? Nur, äh, aber nicht jetzt. Es, es ist wirklich, ich hatte noch eineinhalb Rollen und dann kam mein Freund und meinte, ja, wir müssen jetzt Neues kaufen wie eben auch, keine Ahnung, neue Spülmittel oder sonst irgendwas. Yeah. Und äh, wir waren ja bei Andreas Bosse im Gym in Potsdam und da ist die Welt ein Stück weit mehr in Ordnung als in Berlin, okay. weil es nicht so ein Problem. Aber da stand so ein Schildchen ähm, nur in haushaltsüblichen Mengen. Ja, mitnehmen. Abgabemenge, einmal ja. ein, eine Packung pro Person. Ja. Also ich habe keins mehr. Bei mir ähnliche Situation neigt sich langsam dem Ende zu und es gibt halt nichts. Ja. Und da frage ich mich halt schon so: Was wollt ihr mit 20 Packungen? Also jetzt nicht Rollen, ich sage jetzt wirklich Packungen, ja. weil die Leute packen sich den Einkaufswagen voll mit Toilettenpapier und schlagen sich im Supermarkt, finde ich schon echt befremdlich für eine ja. eigentliche ja erwachsene, intelligente Spezies, die man ja vorgibt Hornball. zu sein. Ja, da absolut krank. Eine kleine Insider-Story erzählen, ähm, von einem Teammitglied, <laughs> von einem Mitarbeiter bei Ganikus. Da hatten wir auch, ähm, das war jetzt halt so vor zwei Wochen ungefähr, darüber gesprochen. Da hat das ja schon Welt, das ist ja weltweit ein Phänomen. Ja? Es ist ein ja. Mitarbeiter, der aktuell nicht in Deutschland ist. Du weißt dann, wer wenig war, ja, ne? ja. wahrscheinlich. Und er hat gemeint, ja, er hatte auch kein Toilettenpapier mehr und er konnte auch nicht, keins kaufen. Er hat es dann im Gym mitgehen lassen. Ja, <laughs> weil du willst ja, du bist ja ein vernünftiger Mensch jetzt. Du sagst auch, hey ich kaufe keine, Hamster, keine, keine Hamster-Toilettenpapierpackungen jetzt hier für daheim, weil das ist für mich ein ganz normaler Gebrauchsgegenstand. Da hat man zehn Rollen, die halten einem, keine Ahnung. Zehn Zehn Wochen, wie auch hm. immer. Ich mache mir da jetzt keine großartigen <laughs> Gedanken, weil normalerweise bekommt <laughs> ja. man Toilettenpapier relativ gut. Aber du würdest jetzt nicht auf die Idee kommen, Toilettenpapier zu horten. Was machen die Leute damit? Also ist das ihr das einziges ist, Problem, gesagt, dass, sie sich, dass sie sich nicht mehr. Äh, hat irgendjemand angefangen wahrscheinlich? Irgendwie war eine Palette leer in Buxtehude irgendwo. Dann hat der eine zum anderen gesagt: So, hey draußen ist Corona, Coronavirus, guck mal, äh, wir müssen jetzt zum Rewe, Herrs gehört, drüben ist schon leer, wir müssen jetzt hier und auf einmal ist so wie eine Welle losgetreten. Ja, ähm, ich würde mal gerne noch so ein Thema ansprechen, ich sehe es halt immer bei uns in den Kommentaren und Nachrichten, ja. da fragen immer viele danach, äh, machst du dir jetzt Gedanken um deine Ernährung? Ja, das war auch was, was ich noch äh, auf dem Zettel hatte. Wir springen aber so von Thema zu Thema, deswegen äh, habe ich so den roten Faden schon langsam aufgegeben. Aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, äh, bei mir ist ja sowieso so eine Spezialsituation. Ich habe zehn Monate gar nicht trainiert und habe da auch so nach Lust und Laune gegessen. Bin auch mhm. eher schmaler als äh, oder eher dünner geworden als dicker, weil ich so einen sehr, ich glaube, so einen sehr gut hormonell ausbalancierten Körper habe. Wenn ich keine Aktivität habe, dann habe ich einfach auch keinen Hunger. Das ist. Ähm, gut. Und Dementsprechend eigentlich nicht. Also, ich esse, was ich Bock habe. Ich esse meistens zweimal am Tag aktuell, nicht mal dreimal oder so. Wenn ich ins Training gehe, hast du vielleicht noch einen Shake so zwischendrin drin. Mhm. Aber sonst Mittagessen, Abendessen. Morgens wird gefastet, weil ich einfach den Hunger gar nicht verspüre. Und bin auch aktuell wahrscheinlich so bei 150 bis 180 Gramm Protein am Tag auf. 1,90 Meter 90 und 95 Kilo. Also ich mache okay. mir da jetzt nicht mehr so den Stress wie vor fünf Jahren oder so. Bin aber auch älter geworden, muss ich sagen, und entspannter. Was rätst du den Leuten, die jetzt ähm, sich da schon mehr in den Kopf machen? Also, das kommt natürlich auch äh, auf die Aktivität an, was mir so auffällt, wenn du in den Läden guckst. Viele Leute äh, hamstern so an äh, Nudeln, an Reis und sowas. Wäre jetzt so, wenn ich in Quarantäne leben würde, nicht die erste Maßnahme, die ich ergreifen würde. Ich würde echt so gucken, dass ich einfach meinen, meinen Kalorienhaushalt äh, auf ungefähr Erhalt plus minus Null schraube. Auf jeden Fall keine Diät machen. Mhm. Vielleicht auch so leicht äh, einfach im Kalorienplus und äh, ich würde echt Kohlenhydrate cyclen also ich würde gar nicht so krass mit den Kohlenhydraten oben bleiben weil wenn du eh nicht großartig aktiv bist sind so Proteine und essentielle Fette wahrscheinlich deutlich wichtiger für den Körper vor allem Protein natürlich um die Masse zu erhalten ich würde aber da ganz ehrlich auch was ich so in den letzten Jahren gelernt habe, ist, diese ganze verkopfte, verkrampfte Herangehensweise schlägt dir so krass auf die Psyche, treibt einfach so deinen Stress hoch, dass du, glaube ich, dann am Ende wirklich noch Corona bekommst, weil du äh, so gestresst bist, dein Cortisolspiegel so hoch ist und dann mhm. natürlich auch Muskeln verlierst. Ich bin da echt mittlerweile so entspannt, weil ich habe zehn Monate nicht trainiert. Natürlich ist da viel weggegangen, aber ich sehe es jetzt nach anderthalb Monaten, was da wieder dazukommen kann. Das erdet einen so ein Erlebnis und da bin ich einfach deutlich entspannter mittlerweile. Also ich würde den Leuten raten, schaut, dass eure Aktivität, Aktivität hoch ist, dass man eben viele Kalorien verbrennt durch ein hohes Aktivitätsniveau, also einfach viel spazieren gehen. Er mhm. ja, fangt auch mal an mit Joggen. Ich weiß, das ist bei den Pumpern nicht immer so hoch im Kurs, aber wenn man da mal ähm, sich eine Kondition aufgebaut hat, das ist schon geil. Und vor mhm. allem macht sich das dann auch beim Training positiv bemerkbar. Also ich rate da jetzt einfach allen, guckt so ein bisschen nach links und rechts und Sachen, die ihr vielleicht bisher belächelt oder verpönt habt, die würde ich jetzt einfach so ein bisschen machen. Einfach damit man sich bewegt, aktiv ist, weil dann bleibt man auch einfach in Shape. Also Muskeln verliert man nicht so schnell, wie man glaubt. Die meisten trainieren ja. sowieso viel zu viel, viel zu falsch und zu viel. Und wenn man da jetzt einfach mal ein bisschen weniger trainiert, ich gebe euch Brief und Siegel, ihr werdet euch wundern, wie gut ihr trotzdem immer noch ausseht. Bei mir ist das auch so, meine Taktik ist jetzt einfach da. Ähm, ich bin jetzt nicht so, wie ich schon gesagt habe, der Fan von zu Hause trainieren, aber ich werde versuchen draußen ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr da mich generell zu bewegen mit dem Hund, ein bisschen mehr joggen, wie man es vielleicht sonst machen würde, ein bisschen mehr so diese Calisthenics-Geschichten. Ich finde auch das cool, wenn man das gut kann, wenn man da besser wird. Allein schon so die Challenge annehmen, okay, keine Ahnung. Sagen wir jetzt mal, dieser Lockdown ist vier Wochen lang. Nach den vier Wochen will ich schon irgendwie so fünf bis zehn Klimmzüge mehr können. Das kann mhm. man einfach draußen machen. Ähm, Liegestützen steigern, solche Sachen. Vielleicht äh, Muscle-Ups kann ich euch empfehlen, dass man sowas auch übt. Jetzt in so einer Zeit, weil es ist alles zuträglich für das normale Training im Gym. Und das Wichtige ist halt, ihr werdet merken, Muskeln erhalten. Wir reden jetzt ja hier von Maßnahmen, die die Muskeln erhalten. Und der Körper, der hält echt die Muskeln sehr, sehr einfach. Da muss man nicht viel tun. Ja. Und das ist auch keine große Wissenschaft. Ja? Muskelerhalt ist wirklich eine super einfache Sache. Also ich würde da einfach gucken, weiterhin Protein hochhalten. Ich würde da auch, wie du sagst, nicht so ultra verkopft dran gehen. Würde gucken, dass ich äh, viele, eine hohe Aktivität habe und einfach. Das, was man machen kann, sei es jetzt irgendwie in einem abgespeckten Home-Gym mit ein bisschen Kettlebells, Kurzhandeln, vielleicht hat auch jemand langhandeln. Die wenigsten werden jetzt wirkliche Geräte zu Hause haben. Ähm, aber da würde ich einfach gucken, dass man so viel macht, wie man macht. Und jetzt mach mal irgendwie, mach mal ein paar Burpees, mach danach Klimmzüge und äh, Liegestützen. Mach das mal in, im Wechsel. Da ja. wirst du schon sehen, also die wenigsten werden in der dritten Runde noch 20 äh, Klimmzüge und 60 Liegestützen hinbekommen. Ja. Da bin ich mir also, sicher. Wer, wer bekommt überhaupt teilweise 20 Klimmzüge hin? Also genau, ich, ich so. habe zu, zu meinen äh, schwersten Zeiten ganz sicher keine 20 Klimmzüge mehr geschafft. Richtig. Und wie viele kriegen keine 100 Liegestütze hin? Und ja. da muss man jetzt schon sagen, als jemand, der ins Gym geht, das ist so eine Benchmark, die die muss man bringen. 20, ja, 20 Klimmziege, 100 Liegestütze und 100 bis 150 Sit-ups. Also das ja. muss man, wenn man irgendwie das Wort Fitness mehrmals die Woche in den Mund nimmt und äh, weil sie nicht auf der Bank äh, dreistellig drückt, äh, muss man das hinbekommen. Ja, widmet euch vielleicht einfach mal so den Sachen. Den ihr euch sonst nicht so krass mit, mit Vielleicht dehnt ihr euch mal, vielleicht macht ihr mal ein bisschen Mobility genau, ja. oder ja. sowas. Das tut dem Körper auch gut. Und ja. ich weiß jetzt nicht, wem ich dafür Props geben muss. Ich glaube, gestern habe ich es bei Kevin Gebhardt gelesen. Der mhm. hat gesagt, ähm, wenn ihr jetzt nicht trainiert für vier bis sechs Wochen, da passiert wahrscheinlich genau das Gleiche, wie wenn ihr vier bis sechs Wochen trainiert hättet, nämlich quasi nichts. Hm, und ja. so ist es am Ende auch, weil wie, ja. wie schnell und wie langsam ist Muskelaufbau bzw. Muskelabbau. Was baust ja. denn du in sechs Wochen auf, noch auf einem ja, hohen Level? Nichts. Generell, also gerade dieses Thema Muskelerhalt, ich glaube, das unterschätzen viele wie stark der Körper Muskeln hält, wenn man einfach nur so ein bisschen was macht. Hm. Ja, da, also da muss Erhalt man wirklich, ist leicht. Ja, also Muskelerhalt ist leicht und da, ich glaube für viele macht euch jetzt macht euch einfach nichts vor. Ihr werdet jetzt nicht irgendwie krass gainen, ja, Muskelmasse hm. zulegen, aber wenn ihr jetzt einfach ein bisschen was macht, viele Eigenkörpergewichtsübungen etc., dann werdet ihr auch nicht wahnsinnige Gains verlieren. Ja, einfach, mal, einfach ja. mal den Schwerpunkt vielleicht so ein bisschen verlagern in eine andere Richtung. Kann auch mal ganz sinnvoll und äh, gesund sein vor allem. Ja. ja wir können, äh, also sportlich ist dieses Thema so insgesamt so sehr schwierig. Ich will auch echt nicht zu politisch werden, aber ich habe trotzdem so ein paar Sachen, die mich interessieren würden, was du dazu sagst, weil du ja schon jemand bist, der jetzt nicht so mit Scheuklappen durch die Welt läuft und auch zumindest eine sehr fundierte politische Meinung hat. Ähm, ja. Aktuell schicken die Leute ihre Kinder auf Spielplätze zu den Großeltern, die flanieren auf der Straße rum oder treffen sich noch in den kleinen... Äh, offenen Eiskafés, Shisha-Bars und so weiter und so fort. Wie, vor, wie beurteilst du so ein Verhalten? Plus, wie realistisch schätzt du ein, dass es hierzulande auch Ausgangssperren geben wird und wie würden die sich auf dich auswirken? Weil du bist ja auch so jemand, du hast einen Hund, du bist allgemein jetzt nicht der kompatibelste Typ, würde ich jetzt mal sagen. Also du lässt, Massen dir, so ungern, ja, ja. Du lässt dir so ungern Sachen äh, vorschreiben. Was würdest du zu, zu dieser Geschichte sagen? Also, so eine Ausgangssperre fände ich wie jeder Mensch scheiße. Ähm, das ist so gar keine Frage. Vor allem, wenn man einen Hund hat, muss man einfach raus, weil den kannst du nicht ewig drin halten. Das ist einfach so. Ähm, also, ich würde dann auch trotzdem noch rausgehen mit dem Hund. Ähm, ich würde auch generell, ja, ich glaube, ich würde auch raus, weil. Ähm, Gar nicht jetzt, um irgendwie Party zu machen oder sonst irgendwas, aber ja. ja, um sich einfach zu bewegen. Das ist so das, worum es mir geht. Gar nicht jetzt, um krass zu socializen oder so. Das geht jetzt halt in so einer Phase nicht. Aber einfach, um sich zu bewegen. Ähm. Was war jetzt nochmal die Frage, was ich also die von der erste, Ausgangssperre und Ja, die erste Frage war, was hältst du so von dem allgemeinen Verhalten? Weil wir sind also, ja jetzt so in Maßnahmen gerade ja. drin, die ja schon recht drastisch sind, aber noch nicht hm. so drastisch, dass die Leute wirklich dann checken, so was jetzt gerade äh, ernst der Lage ist und ja. machen Corona-Partys, gibt es ja, ja mittlerweile schon so, dass ja. man sich trifft zu dreißigst irgendwie dann halt äh, in der eigenen Bude und äh, dann die Bazillen so äh, wirklich äh, größtmöglich austauscht. Was sagst du dazu? Also, die treiben uns ja nachher dann in diese Ausgangssperre rein. Die dummen Menschen treiben alle, die noch ein bisschen bei Verstand sind, in die Ausgangssperre nachher. Ja, das stimmt. Ähm, also, man muss ja generell sagen, wenn man sich jetzt mal überlegt, für viele ist das jetzt, und das hatte ich auch jetzt heute beobachten können, ähm, die sind im Homeoffice, aber ich glaube, die machen da jetzt nicht so viel, sondern nehmen das eher wie so ein Urlaub wahr. Also ja. das ist so ein geschenkter Urlaub. Ähm, und dann auch auf Spielplatz bin ich heute vorbei. Da war Haligali, da war richtig viel los. Das ist natürlich jetzt nicht Sinn der Sache. Ähm, ich denke schon auch, dass man sich da so ein Stück weit zurückhalten. Muss, alles andere ist Quatsch. Ähm, wenn zum Beispiel Restaurants nicht mehr öffnen, also in Berlin war es zumindest noch, stand gestern, vorgestern so, Restaurants durften geöffnet haben, mussten aber bei den Tischen 1,5 Metern Abstand haben. Mhm. Ähm, ja, finde ich jetzt so eine Maßnahme, die ist okay. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich es verbieten würde, dass Restaurants offen haben nicht so schwierig, als jemand, der ja auch gerne essen geht. Ähm, ich kann aber alle Maßnahmen immer verstehen, auch wenn ich sie doof finde. Ähm, ich finde es nur gerade besonders doof, beispielsweise irgendwie große Menschenmassen auf engem Raum zusammen zu äh, ja, organisieren. Äh, in Berlin gab es einen Club, da war es so, dass von in der Nacht von Samstag auf Sonntag dann Ungefähr über 200 neue Corona-Fälle gab yeah. von Menschen, die in diesem Club waren. Ja, Club ist natürlich so: viele Menschen, sehr enger Raum, wildes äh, Treiben untereinander. Das ist jetzt nicht so wirklich gut in Corona-Zeiten. Wohingegen ich jetzt irgendwie einen Besuch bei McDonald's Drive, wie heißt Drive-In? Drive-In, ja. Ja, ich mache das nie, aber äh, <laughs> da würde ich jetzt auch sagen: Boah, muss man das verbieten? Ja, was, ja so die ich, Leut, was die Leute sich nicht so bewusst machen, ist, glaube ich, äh, uns macht es nichts aus. Also wenn du jetzt den Coronavirus bekommst, dann ist es nicht schlimm für dich. Höchstwahrscheinlich, für mich auch nicht, für deine Freundin nicht, für meine Freundin nicht. Aber was man halt nicht vergessen darf, ich glaube, die Inkubationszeit ist 14 Tage. Das heißt, mhm. der Zeitpunkt von äh, der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen, bis zum Ausbruch, der kann 14 Tage betragen und man steckt ja andere Leute an, dadurch man ist quasi dann ja. Multiplikator und das checken die Ohne es nicht. zu wissen. Ja, und das checken die Leute nicht. Es geht jetzt nicht um dich und um mich, es geht um die Leute, die man damit ansteckt und da sollte man sich einfach so zurücknehmen. Wenn du dann nachher draußen spazieren gehst, von mir aus, aber wenn die Leute eben solche unverantwortlichen Dinge machen, wie dann sich in dem Club, wie du sagst, dann zu treffen, äh, auf engem Raum und dann hast du über Nacht 200 Fälle mehr, mhm. da, da steuerst du dann in die Ausgangssperre und da habe ich wirklich überhaupt gar keinen Bock Drauf, weil ich möchte genau. gerne zu meinen Eltern fahren ins Home Gym, das würde ich auch gerne nächste <laughs> Woche noch machen. Ähm, das musst das du da denen erstmal verkaufen. Ja, eben, da muss ich dann sagen: So hey, ich würde jetzt gerne zu meinen Eltern, ich muss denen Getränke tragen, weil die können nicht schwer heben. Ist zwar ja. dann alles gelogen, aber ja, da kommen wir dann dorthin und das möchte ich eigentlich nicht. ich möchte nicht österreichische Zustände hier haben. Ja, ja, also ich will es auch nicht. Ich kann es verstehen, wenn es so weit kommt, weil die Menschen einfach mit Eigenverantwortung nicht so gut umgehen. <laughs> Nicht so ja. gut ist äh, ja. diplomatisch formuliert, auf jeden Fall. Ja. Weil wir schließen Kitas, Kindergärten und Schulen und äh, sagen dann, wenn die Kinder abends nach Hause kommen, ja, morgen triffst du dich erstmal mit dem Marius und mit dem Thomas auf dem Spielplatz und dann äh, macht er das gleiche wie in der Schule. Da hättest ja. du in der Schule einfach irgendwie anderthalb äh, Meter Abstand halten können, so wie es in Restaurants der Fall ist, wäre es wahrscheinlich am Ende weiter gewesen. Ja, das stimmt. Das finde ich so sehr krass. Wenn wir noch so ganz am Ende einen kurzen Schwenk auf die Wirtschaft nehmen. Auch wenn es wieder politisch wird. Peter Altmaier, unser Wirtschafts- und, ich glaube, Energieministerin, wenn ich mich nicht recht täusche, hat erklärt, dass kein Job in Deutschland dem Coronavirus zum Opfer fällt. Was sagst du zu so einer Aussage? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Denn ich nehme mal an, die bürokratische Hürde, um an dieses Geld zu kommen, also beispielsweise von der KfW etc., etc., mhm. ähm, Steuerstundung, das ist alles nicht so einfach durchzusetzen. Und ich glaube, da ist dann für viele selbstständige Freelancer, Unternehmen... Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen die Hürde und das Wissen. Da ist, glaube ich, dann oft das Wissen auch gar nicht da. Hm. Ähm, das ist ja ganz oft so das Problem. Also in Deutschland gibt es schon gewisse... Ähm Maßnahmen, um Menschen oder Firmen zu helfen, auch unabhängig von Corona, aber die Menschen wissen es gar nicht. Also, selbst bei mir, ja, ja. ich habe da auch im Nachhinein Dinge erfahren, wo ich dachte, ach Mensch, ja, klasse, hätte ich das mal irgendwie <laughs> zu meinen Anfangszeiten gewusst. Ja. Und jetzt, das natürlich, der hat das jetzt mal irgendwie in einem Livestream gesagt und den haben ganz viele gesehen, aber ich denke, das ist einfach nicht machbar. Ähm, man muss ja auch jetzt mal so sagen, es werden sicherlich äh, Zweige einfach wegbrechen, wenn irgendwie dein Supplier, also wenn uns jetzt die Firma nicht mehr beliefert, die die Gasp-Produkte herstellt, weil die pleite gegangen sind, was will dann äh, die deutsche Regierung machen? Ja. Die kann uns zwar dann irgendwie einen Kredit geben, ähm, dann kann man nochmal irgendwie eine gewisse Zeit überbrücken, aber wenn du dann kein Produkt mehr hast... Also, dann, dann darf man auch der Regierung gar keinen Vorwurf machen. Ja? Klar, also ja. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern das sind dann einfach gewisse äh, Strukturen und Zusammenhänge, die sind so wahnsinnig komplex. Also, jeder, der da ähm, großspurig irgendwelche Versprechen aufstellt, das ist ehrlich. Mir ist schon klar, warum er das macht, ja, und mir ist schon klar, dass die Bundesregierung da jetzt auch schon besonders. Äh, ja, große Maßnahmen in die Wege leiten möchte, aber das Versprechen war meiner Meinung nach falsch und überzogen. Nichtsdestotrotz ist es so schön, wenn die Politik sagt, zum Beispiel, wir tun alles, damit der Schaden möglichst gering bleibt. Ja. ja. Kann man ja so Angela Merkel-mäßig so ganz grob und äh, interpretationsfähig. Formulieren eigentlich und nicht so wirklich so direkt auf die Kacke hauen, weil hört sich am Ende dann für mich schon eher an so eine Wahlfloske. Wählt ja. mich bitte im September. Ja. Also, ja. Ja. also das finde ich jetzt auch unrealistisch, wie gesagt. Dafür ist die Wirtschaft einfach viel, viel zu komplex und man hat ja nicht immer Einblick in jedes Geschäftsmodell etc. etc. Jetzt guck mal einen Messebauer an, aktuell in der Situation. Wie willst du dem jetzt noch helfen? Wenn jetzt ja, also dem, ja genau, es ist dann halt schon über einen langen Zeitraum und man weiß ja jetzt auch zum Beispiel nicht, ähm, beispielsweise durch diese, durch das, was jetzt einsetzt, ja, eine gewisse Rezession, Qu Quarantäne etc., hm. jetzt sind viele Unternehmen dazu gezwungen, zum Beispiel Homeoffice zu machen. Es wird jetzt Unternehmen geben, die sagen: Mensch, wir haben jetzt hier irgendwie, sagen wir jetzt mal, acht Wochen Homeoffice gemacht. Ey. Das war jetzt eigentlich richtig gut. Ja. Und äh, um in Zukunft Kosten zu sparen, ähm, kündigen wir jetzt unsere riesen äh, Großraumbüros etc. Und hm. wir werden jetzt auch ein Remote-Team. So, dadurch bricht ja dann auch wieder etwas weg. Ja, ja, zum Beispiel die Reinigungsfirma, die immer das Büro gereinigt hat, die hat dann weniger Aufträge als Beispiel oder der der Facility, also Hausmeisterservice <laughs> etc. Ja. ja, also das ist so alles so komplex. Daher ist es Quatsch, solche Aussagen zu treffen, auch wenn sie toll klingt. Ja. Da muss ich recht geben. Ja. Gebe ich dir voll recht, habe ich mir auch gedacht, dass du das sagen wirst. Wie kritisch siehst du jetzt so allgemein die Situation für unsere Szene auch gerade als Firmeninhaber im Speziellen? Ähm, also gibt es ja da Leute, die mit, die da wirklich so als äh, großer Profiteur rausgehen könnten in der Fitnessszene? Grundlegend ist es so, die Fitness. Bodybuilding-Branche, Wirtschaft äh, muss nicht, oder auch dort ähm, zählt das, zählen die normalen wirtschaftlichen Gesetze. Hm. Und ähm, Firmen, die einfach so sehr viel Cash-Rücklagen haben, die können sowas besser überstehen, wie Firmen, die das weniger gut haben. Hm. Und ähm, durch so Krisen wird natürlich die natürliche Selektion immer beschleunigt. Also Firmen, die vielleicht nicht gesund wären und ähm, sowieso innerhalb der nächsten, sagen wir jetzt mal, fünf Jahre vom Markt verschwunden wären, verschwinden jetzt vielleicht innerhalb von einem Jahr, als mhm. Beispiel. Ja. Ähm, ich glaube, gerade so für die inhabergeführten Studios wird das so eine sehr, sehr schwierige Phase. Ähm, Firmen wie jetzt zum Beispiel McFit, also die RSG Group, hm. die Firma hinter Fitx, die Firma hinter Fit One, also bei Fit One und Fitx ist so, das sind Firmen, die kommen aus der Casino-Branche, ja. die machen diese Gyms, weil sie horrende Steuern zahlen müssen, ähm, um ihre Steuerlast zu drücken, die ja. werden wahrscheinlich hohe Cash-Reserven haben, ist <laughs> ja. jetzt nur eine Mutmaßung von mir, und die sein. werden das wahrscheinlich besser überstehen. Also in der Wirtschaft gibt es so... Eine Regel, die überall zutrifft, starke Unternehmen, die gehen aus Krisen gestärkt hervor, weil sie einfach den Marktanteil gewinnen, den ihnen vielleicht kleinere Player abgenommen haben, die aber durch die Krise verschwunden sind vom Markt. Mhm. So. Und dementsprechend wird wahrscheinlich ein MyProtein und ein McFit als Beispiel das besser wegstecken und stärker dadurch hervorgehen, weil beispielsweise in der Kleinstadt, in der McFit ist, dass eine inhabergeführte Studio pleite gegangen ist und die Menschen, die dort angemeldet waren, sich jetzt eben bei McFit anmelden, weil mhm. es keine andere Alternative gibt. So ja. gesehen ist dann McFit ein Gewinner. Ja. Oder MyProtein, die kriegen dann auf einmal den Kunden, der bisher immer bei irgendeiner Kleinen Marke eingekauft hat, sein Way. Mhm, und jetzt ja. sagt, ach komm, so bei My Protein, dann kaufe ich halt auch da, weil jetzt Müller Nutrition, die gibt es ja nicht mehr. Ja, genau. Und äh, dementsprechend äh, macht das natürlich auch vor der Fitness- und Bodybuilding-Branche nicht halt. Und ähm, durch so eine Krise, ja, lernt man einfach dann, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, mit, mit dem Beispiel mit dem Homeoffice, man geht neue Wege, weil man sie gehen muss, weil man da aus seiner Komfortzone einfach herausgetreten wird. Mhm. Und dadurch merkt man dann manchmal, Mensch, das, was ich jetzt da und da gemacht habe, das brauche ich ja gar nicht mehr. Als Beispiel: Eine Firma, die jetzt immer auf der FIBO war. Die wird dieses Jahr vielleicht nicht auf die FIBO gehen, wird dann merken, oh Mensch, wir haben uns ja jetzt eine Viertelmillion gespart und uns geht es jetzt eigentlich gar nicht so viel schlechter. Ja, dann gehe ich doch gar nicht mehr auf die FIBO. Ja. Also die wäre vielleicht gar nicht aus ihrem Trott herausgekommen. Durch diese Krisensituation ist sie aber aus ihrem Trott herausgeworfen worden und äh, gewinnt dadurch neue Erkenntnisse. Das passiert ja auch durch eine Krise. Einfach ja. weil man etwas anders machen muss, ob man will oder nicht. Dadurch gewinnt man neue Erkenntnisse und sagt sich dann vielleicht, ah Mensch, ähm, da bin ich dann in Zukunft ein bisschen, arbeite ich anders oder arbeite ich auch effizienter. Man muss ja auch sagen, durch eine Krise ähm, besinnt man sich schon auch immer so ein bisschen zurück, ähm, man lernt die Mut. Mhm. Ja. Ähm, immer wenn einem Scheiße passiert wird man wieder demütiger also ist auch hm. bei mir so, ist bei jedem so das ist, so ist der Mensch und äh, das hat dann natürlich auch auf Auswirkungen auf das Business dann sagt halt eine Firma zum Beispiel hm, wir machen jetzt erstmal ein bisschen langsam und äh, verpflichten keine neuen Influencer mehr als Beispiel, ja. dann hat der potenzielle Influencer eine Einnahme weniger und so weiter das ist so dieser Rattenschwanz, von dem ich immer spreche hm. Ja. Aus der Not eine Tugend machen, teilweise dann. Am Ende genau, jetzt. zum Beispiel. Ja. ja, das ist ja, das ist das Prinzip. Ja, und dementsprechend. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, man muss ja jetzt sagen, bei den ganzen Events, das kann man ja immer auch. Ähm, wie soll ich sagen? Also wir sehen das immer so sehr durch unsere Fitness-Bodybuilding-Brille, aber bei ja. Events, da geht es ja, das sind ja, ähm, ist die Eventbranche. Mhm. So, ja, für, für, für jemand, der jetzt, hier die, die Macher von der FIBO, ja, die sind in der Eventbranche tätig, die würden jetzt selber nicht sagen, wir sind in der Fitnessbranche, sondern die setzen so eins drüber an, sie sind in der Eventbranche und ich glaube einfach, dass da viele Eventveranstalter dann auch erstmal sagen, nach so einem Coronavirus, ey… Wir machen jetzt erstmal keine Events mehr. Oder auch Firmen, ja. die nicht zwingend in der Eventbranche sind, aber Events machen. Die sagen sich dann auch: Huiuiui, da haben wir dieses Jahr ganz schön uns die Finger verbrannt. Das mit den Events lassen wir jetzt erstmal. Ja. Denn sowas wie jetzt mit dem Coronavirus, das gab es in der Form ja so noch nicht. Und dementsprechend hinterlässt es ja so seine Spuren. Und wenn jetzt zum Beispiel mich jemand fragt, ey Marcel, wie sieht es eigentlich aus mit einem Gannikus Bodybuilding Wettkampf? Was würde ich dem jetzt als erstes sagen? <laughs> oh Gott, ey, Veranstaltung? Oh nee, wir machen erstmal keine Veranstaltung. Ja, klar. Ich bin Gott froh, dass wir ein Remote-Team sind und dass wir jeden Tag Content produzieren können, unabhängig davon, ob wir jetzt ähm, alle im selben Raum sitzen oder nicht. Ja. So. Und das hat alles Auswirkungen. Ja. ja. Das war's von meiner Seite aus. Vielmehr ist mir eigentlich gar nicht zu dem Corona-Thema eingefallen. Hättest du noch ein paar schlaue Worte zum Abschluss, außer dass du wahrscheinlich jetzt Hunger hast mittlerweile. Ja, ähm, ich kann hier nochmal, mal äh, meinen Sponsor erwähnen Fit Taste die liefern auch immer noch ja, die haben gestern so ein schönes Posting rausgehauen wo sie so die Benefits nochmal von Fit Taste erwähnt haben und da ich echt sehr dankbar bin ähm, dass die mich immer gut versorgen will ich die an der Stelle versorgen äh, äh, erwähnen ja ähm. Die liefern auch noch in Corona-Zeiten und man muss nicht, man, man steht nicht vor einem leeren Supermarktregal. regal ähm, Daher Props an der Stelle an Fittaste. könnt ihr auf jeden Fall mal auschecken. Ich weiß ich glaube, wir haben gar keinen Code, oder? Doch, gar nicht. Ich glaube, so einen 10, 10 gibt es ja auch. Also jetzt ja. hier Fit Taste Garnicus 10. Äh, für alle, die keinen Bock haben, äh, jetzt äh, den Hamster. Käufern zu begegnen. Ich kann abschließend nur sagen, macht euch nicht verrückt, Muskeln zu halten. Das ist gar nicht so schwer. Das gelingt einem auch sehr, sehr gut. Ähm, überlegt euch, was so das Gym angeht, wen wollt ihr supporten. Wie ich es immer sage, ja, mit jedem Euro, den man ausgibt, supportet man jemanden. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt in so einem inhabergeführten Studio seid, indem der Inhaber mit Leib und Seele einfach bei seinem Gym dahinter steht, dann würde ich mir da schon überlegen, ob ich sage, ey, keine Leistung, also zahle ich nicht, oder ob ich sage, Mensch, die 25 Euro, die kann ich entbehren diesen Monat und dafür, damit stelle ich so meinen kleinen Beitrag äh, klar, damit ähm, das Gym auch noch in vielleicht Ende des Jahres noch offen hat. Ja. ja. Sehr gute Abschlussworte. Äh, Und so würde Sinne. ich das auch ähm, mit allen anderen Dingen handhaben, ob das jetzt irgendwie eine Eiweißfirma ist oder sonst irgendwas. Ich kann jetzt verstehen, wenn die Leute nicht ganz so viel Verwendung für den Galenikus finden werden, weil sie zu Hause im Home-Gym Home äh, vielleicht nicht so eskalieren, <laughs> wie sie es <laughs> bei McFit tun werden. Aber äh, auch hier... Ähm, Kleiner Sales Pitch. Da wir mit dem Galenikus gefühlt mehr ausverkauft sind, als dass wir den in Stock haben, wenn der jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen kommen wird, ich würde ihn mir gönnen, denn irgendwann macht es schon wieder auf und dann ist nicht gegeben, dass der Galenikus verfügbar ist. Man könnte jetzt sagen, knallt euch doch eine halbe Portion rein vor der Arbeit oder vor dem Lernen, um <laughs> irgendwie nee. noch mal Werbung zu machen wie andere ja. teilweise. Aber ja. es ist schon verständlich, wenn Booster in dieser Zeit nicht so großen Absatz finden. Wie jetzt beispielsweise ein Whey Protein. Oder ein Schlafprodukt. Ja, beispielsweise. Ich weiß nicht, ob da noch sowas von uns kommen könnte, aber ihr solltet auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich habe es im, im Update-Video verraten, daher kann okay. man jetzt auch sagen. Ich le letzte Woche auch schon angeteasert, was ich gerade am Testen bin in meiner privaten Instagram-Story. Da haben dann echt, muss ich vielleicht mal so zum Abschluss sagen, habe ich noch so hingeschrieben, da kommt was auf euch zu, von dem ihr noch nicht wisst. Und ja. dann Leute geschrieben, aber was, was testest du da gerade für ein Way, und dann musste ich so, da dachte ich mir so, dass ein Way kommt, das wisst ihr doch jetzt eigentlich schon seit 1. Januar. Das ist es nicht. Ja, ja nee. Es ist tatsächlich ein Schlafprodukt und äh, das werdet ihr eher früher als später wahrscheinlich dann auch mitbekommen, was da so drin sein könnte und wie toll yes. das Ganze wirkt. Yes. Genau, in diesem Sinne würde ich doch sagen, wascht euch die Hände, bleibt ja. gesund. Wir sehen uns an dieser Stelle nächste Woche wieder, aller Voraussicht nach dann wirklich mit Viola Burg und nicht mit Marcel. An dieser Stelle nochmal, sorry für die Verschiebung, aber wir werden das nächste Woche nachholen. Bleibt gesund, bleibt stabil. Salut. Macht's gut. Ciao, ciao.